willkommen zu unserem heutigen 10-jährigen Schuljubiläum. Für unsere Stadt Bernburg war das Jahr 2009 ein Meilenstein. Am Standort Tolstoi-Allee wurde mit dem Unterricht in zunächst 6 fünften Klassen begonnen. Liebe Frau Zaratnik, ich begrüße Sie heute hier als Gründungsschulleiterin. Sie waren Mitinitiatorin und maßgeblich am Entstehen der Sekundarschule Campus Technicus beteiligt. Sie haben es miterlebt. Die allgemeine Aufbruchstimmung, die Kreativität des Kollegiums, das Engagement der Elternschaft. 2013 mit Fertigstellung des Gebäudes in der Käthe-Kollwitz-Straße war die Schule komplett. Sie war sozusagen erwachsen. In diesem Zusammenhang erinnern wir uns auch, dass wir das entsprechende Schuljahr immer auf einer Baustelle begonnen haben. Der unfertige Schulhof in der Leipziger Straße war mit einer Bretterwand abgeteilt. Ebenso befand sich im Einzugsjahr 2011 die Turnhalle noch im Bau. Der Sportunterricht fand in der Töpferwiese-Turnhalle statt. Diese zusätzlichen Herausforderungen haben wir als Gemeinschaft gemeistert. Der Abschlussjahrgang 2015 bekam scherzhaft den Namen Baustellenkinder. Von Beginn an spielte die Säule Berufsvorbereitung und Berufsorientierung eine große Rolle im Schulalltag. Zunächst waren die Berufsdetektive unterwegs, dann entwickelten sich die Kommissare und Berufsscouts. Neben den üblichen berufsorientierenden Angeboten wie Potenzialanalyse, Bravo und Werkstatttage haben sich auch die Azubi-Tage etabliert. Eine neue Herausforderung auf diesem Gebiet werden die Praxislerntage sein, die wir im laufenden Schuljahr mit Beginn des zweiten Halbjahres für zunächst 2 achte Klassen einführen. Schule und Wirtschaft zusammenbringen, Impulse zur Weiterentwicklung gewinnen und praktische Tätigkeit in den Unternehmen mit Unterrichtsfächern der Stundentafel verknüpfen, das verbinden wir mit diesem Vorhaben. 10-jähriges Bestehen der Sekundarschule Technicus Campus Ganztagsschule in Anerkennung und Dank der geleisteten schulischen und schulpädagogischen Arbeit im Bereich der Schulbildung im gesamten Salzlandkreis. Alles Gute, und das soll der Dank und Anerkennung sein für alle Lehrer und Lehrerinnen, die tagtäglich ihr Engagement hier einbringen. Vielen Dank dafür. Eigentlich fühle ich mich so, als wäre ich nie weg gewesen. Es ist mein Zuhause, muss man einfach sagen. Die letzten 10 Jahre meines Berufslebens dienten eben jetzt hier diesem Projekt. Und da ist man so verwurzelt. Und ich freue mich einfach, alles so wiederzusehen und dass das weiter gewachsen ist. Und dass es auch eine große Zukunft hier in Bernburg gibt. Und nochmals danke auch an die Stadt, an den Landkreis, die das über viele, viele Jahre immer wieder unterstützt haben. Bildung ist immer ein Vorzeigeprojekt, weil Bildung einfach elementar wichtig ist für die Strecke der Bildung vom Kindergarten bis zum Doktor. Weil das ist, glaube ich, ein Element, was sich einfügt in den Bildungszyklus eines Kindes. Weil wir können stolz sein, dass wir Bildung im Kindergarten beginnen und mit unserer Hochschule Anhalt mittlerweile auch die Möglichkeit haben, hier einen Doktor zu machen. Das heißt, für den Lebensraum im Salzlandkreis ist alles geboten, wird alles geboten. Und ich glaube, da bindet sich einfach die Frage dann ein und sagt, Campus Technicum ist ein Erfolgsmodell in dem Sinne, dass sich Kinder hier auch der Bildung stellen können. Also das Besondere ist natürlich, dass hier Bildungsentwicklung und städtebauliche Entwicklung ineinander fließen, dass wir mittlerweile hier auch Generationen zusammenbringen können und die Schule nicht am Rand sich einer Stadt befindet, sondern mitten in der Stadt sich befindet. Natürlich ist es dann im Lebensraum mal ein bisschen lauter und ein bisschen Kinderscharen rennen durch die Stadt. Aber ich glaube, das macht Lebensraum aus und das bindet auch Generationen und man kann Entwicklung miteinander gestalten. Das Besondere am Campus Technicus ist, dass wir eine große Schule sind, auf 2 Gebäude, auf 2 Standorte verteilt sind. Und das Besondere an unserer Schule ist, dass wir sehr, sehr viel Zeit und Kraft investieren in Berufsorientierung. Ich denke, das sieht man auch in meinem
Hinterfeld. Berufsorientierung spielte auch in meiner Rede eine große Rolle. Und da sind uns Eltern und Schüler auch sehr, sehr dankbar. Also neben diesen üblichen, was alle Schulen machen, Bravo, Potenzialanalyse, haben wir also zum Beispiel Speed-Dating, wir haben Azubi-Tage und wir werden in diesem Schuljahr neu einführen den Praxislerntag. Da gab es in der letzten Woche die Auftaktveranstaltung mit Herrn Tullner in Magdeburg. Wir waren dabei mit 2 Kollegen und 7 Schülern und werden das ab Februar 2020 bei uns in der Schule einführen. Also für die Schüler bedeutet das, dass sie alle 14 Tage in einem Betrieb tätig sind, den sie sich selbst gesucht haben. Voraussetzung ist, es ist ein Ausbildungsbetrieb. Und sie bekommen Aufgaben zum einen aus Fächern der Stundentafel, die sich an ihren Betrieb, also an ihrer Tätigkeit dort orientieren. Das können also Aufgaben aus dem Bereich Mathe, genauso wie Ethik sein, wenn ich jetzt so an Gesundheitsbetriebe vielleicht denke. Und was versprechen wir uns? Wir versprechen uns, dass unsere Schüler einfach auch wieder mehr Bock auf Schule haben, ja, weil das eben sehr praxisorientiert ist. Und ja, und werden im nächsten Halbjahr die Erfahrungen sammeln und mit dem neuen Schuljahr dann das Ganze für alle 8 umsetzen. Die Vielfalt ist sehr, sehr groß. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, viele, viele Kurse anzubieten, weil wir ja einfach auch die Ressourcen dafür haben, einer Größe der Schule. Und wobei es eben in der heutigen Zeit sehr schwierig ist, Stichwort Lehrermangel. Ja. Alle Schüler haben alle Fächer. Das geht nur mit sehr großem Aufwand und auch mit Initiative der Kollegen, dass also Kollegen Fächer unterrichten, für die sie nicht unbedingt eine Ausbildung haben. Wir haben noch keinen Seiteneinsteiger bisher. Und es ist so, dass alle Lehrer, die in den letzten Jahren in den Ruhestand gingen, durch keinen anderen ersetzt wurden. Und das zieht sich wahrscheinlich sofort. Ich wünsche mir natürlich junge, engagierte Kollegen, so wie wir das vorhin gesehen haben mit unserem Herrn Sportlehrer Seitenglanz. Ja. Und ich wünsche mir natürlich die Zusammenarbeit mit den Eltern in Zukunft, dass das immer weiter intensiviert wird, weil da gibt es hier und da immer mal noch Probleme. Aber wir arbeiten dran, wir suchen die Zusammenarbeit, wir gehen auf die Eltern zu. Und dann wünsche ich mir natürlich aufgeschlossene, fröhliche Schüler und hoffe, dass wir mit all diesen alle Aufgaben meistern.